So, hi ihr Lieben. Ich wollte euch heute eine Geschichte erzählen, beziehungsweise euch mitteilen, was ich in den letzten 2 Tagen gelernt habe. Und zwar ging es darum, dass ich einen Artikel schreiben sollte für ein Vegan-Magazin. Und vor der Entscheidung stand, schicke ich den Artikel so, wie er jetzt ist und wie er mir eigentlich nicht wirklich gefällt, ab? Oder sage ich dem Magazin, dass er mir nicht gefällt, so wie ich ihn geschrieben habe, und dass mir auch die Fragen total überhaupt nicht gefallen, die ich darin beantworten soll, ja. Und gelernt habe ich aus dieser Situation, dass ich mir oder dass man generell dazu neigt, sich eigentlich immer die negativen Dinge, die passieren könnten, wenn man sich dafür entscheidet, ja, einfach mal einen Arsch in der Hose zu haben und zu sagen, hey, passt mal auf, so und so ist es, ja, ich bin damit gerade gar nicht zufrieden und ich hätte gerne auch andere Fragen, die ich beantworten möchte, weil die Fragen, die ich hier beantworten soll, die haben wir alle schon tausendmal gehört, ja, wir wissen alle, wie das in der Landwirtschaft aussieht, und ich würde gerne einen neuen Text schreiben, so über was anderes, über die Dinge, die mich bewegen, ja, wenn ich mich dafür entschieden hätte, was ich letztendlich habe, dann ist ja das schlimmste Szenario überhaupt, was passieren könnte, dass die Magazinleute oder die Leute vom Magazin sagen, hey, das ist uncool. Dann schreibst du halt nichts, ja? Dann schreibe ich halt keinen Artikel. Das ist das Schlimmste, was passieren könnte. Wenn ich nichts gesagt hätte, hätte ich diesen Artikel veröffentlicht mit so halb Bauchschmerzen, weil ich fand, dass er nicht wirklich irgendeine Seele hatte, ja? Es war zwar toll geschrieben und einige von euch haben ihn gelesen, mit denen ich es geteilt habe, aber irgendwie, es brachte nicht das rüber, was ich rüberbringen wollte. Und ja, dann hätte ich halt diesen Artikel veröffentlicht, der mir nicht wirklich gefallen hätte. Und alle Leute hätten gesagt, oh, wie toll, großartig. Und ich dachte, oder hätte mir gedacht, jo, super. Großartig. Toll. Das ist nicht mein volles Potenzial, ja. Und ja, ich habe mich dafür entschieden, obwohl die Stimme in meinem Kopf total groß war, die sagte, nein, entscheide dich nicht dafür. Guck mal, weil das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass du diesen Artikel dann gar nicht schreibst, ja. Und ich habe mich dafür entschieden, wie gesagt, zu sagen, was mir nicht passt und zu sagen, dass ich neu schreiben möchte und was anderes schreiben möchte. Und hey! Was ist aber rausgekommen? Das Beste, was passieren konnte. Natürlich. Wie vergessen? Warum vergessen wir das andauernd? Das ist auch neben der schlimmsten Version, auf die wir uns natürlich gerne konzentrieren, weil sie negativ ist und weil Negativität immer heißt, aufpassen, guck mal, es könnte gleich was passieren, du musst bereit sein zu reagieren, ja. Es könnte natürlich auch passieren, dass die positivste Version dabei rauskommt und die positivste Möglichkeit und ja, das ist vorgekommen. Das heißt, ich darf den Artikel jetzt neu schreiben und ich darf über die Sachen schreiben, die mich bewegen und habe keinerlei Vorgaben und bin total mega happy. Und ja, das hat mich einfach daran erinnert, dass man sich öfter neben dem Negativsten, was passieren könnte bei einer Entscheidung, auch das Positivste mal ausmalen sollte, weil das Negativste, das hält einem ja immer wirklich davon ab, so sich dafür zu entscheiden, diese Entscheidung wirklich zu fällen. Und wenn man dagegen einfach mal den positiven Pol setzt, was wäre das Positivste, was da rauskommen könnte aus dieser Situation, dann ist man irgendwie mehr so wieder in der Mitte und hat dann freie Wahl. So, ja. Fokus, mal wieder ein Fokusproblem. Oder ein Fokusvorteil hat man dann, wenn man zwei Pole hat und nicht nur einen. Ja. You know it. Alles klar, Leute. Habt einen schönen Tag, genießt die Sonne und bis zum nächsten Mal. Ciao.